Willkommen zu unserem Exzenterschleifer-Test von Alles Beste. Wir haben uns diesmal 6 Geräte angesehen und welche wir empfehlen können, verraten wir euch gleich. Wenn euch unser Video gefällt, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare eure Meinung und welche Exzenterschleifer ihr so nutzt. So, ganz kurz ein paar Worte zu dieser Gerätegattung. Denn das Besondere an dem Funktionsprinzip eines Exzenterschleifers liegt in dem Zusammenspiel von 2 unterschiedlichen, aber gleichzeitig ausgeführten Bewegungen. Ich zeige euch das ganz kurz. Da ist zum einen die rotierende Bewegung und zum anderen die exzentrische Bewegung der Schleifscheibe. Die Scheibe bewegt sich dadurch in sternförmigen Kreisbewegungen und daraus ergibt sich ein hoher Materialabtrag und gleichzeitig ein gleichmäßiges Schleifbild. Besonders geeignet sind Exzenterschleifer für große und für plane Flächen. So, jetzt geht's aber los mit unseren ersten Empfehlungen. Die Makita BO5041 ist ein gut verarbeiteter Exzenterschleifer aus dem mittleren Preissegment. Man bekommt sie online in der Regel für 100 bis 120 Euro. Das Gehäuse der Maschine ist komplett aus Kunststoff gefertigt und dadurch bleibt sie angenehm leicht. Das Gerät ist generell für das Arbeiten mit 2 Händen konzipiert. Durch sein sehr geringes Gewicht lässt sich es aber auch wunderbar einhändig mit der Maschine arbeiten. Die Makita hat einen 125 mm Klettschleifteller mit einer 8er Lochung übrigens. Und ja, man legt sich einfach Schleifmittel hin auf den Tisch, Maschine ansetzen, leicht andrücken und das war's schon. Der fest integrierte Absaugstutzen hier hinten, der ist zwar stabil, aber leider ist der Durchmesser recht klein. Und so kann es eben schwer werden, handelsübliche Absaugen hier hinten fest zu montieren. Wer allerdings wie wir im Test mit einer Makita-Absauge arbeitet, der hat natürlich kein Problem. Auch nicht so gut ist das viel zu kurze Kabel. Keine Ahnung, was sich Makita da gedacht hat, aber einen Meter mehr hätten sie schon springen lassen können. Im Lieferumfang mit dabei ist eine Staubbox mit einem wechselbaren Papierfiltersack. Der funktioniert ganz okay, aber ich kann einfach nur davon abraten, ohne eine externe Absauge zu arbeiten. Denn beim Schleifen entsteht nicht nur viel Staub, der sich wirklich in jeder letzten Ritze verteilt, sondern auch Feinstaub. Und der kann wirklich ungesund sein, vor allen Dingen, wenn man Lacke oder bestimmte Holzarten abschleift. Außerdem hat man ohne Absauge einen deutlich höheren Verschleiß der ja relativ teuren Schleifmittel. Mit einer guten Absauge müsst ihr nicht nur weniger putzen, ihr tut auch was Gutes für eure Gesundheit und spart auf lange Sicht Geld. So, kommen wir wieder zurück zur Maschine. Die Makita arbeitet mit einem Schwingkreis von 2,8 mm und die Motorleistung ist mit 300 Watt ausreichend und bringt die Makita auf bis zu 12.000 Umdrehungen pro Minute und das ist ziemlich flott. Mit ihren nur 1,5 Kilo bleibt die Makita noch angenehm leicht. Die Maschine hat insgesamt eine saubere Verarbeitungsqualität mit schön ausgearbeiteten Oberflächen, reichlich Softgrip an den richtigen Stellen. Und sie wirkt insgesamt robust und wie aus einem Guss. Der Griff der Makita, der ist angenehm schlank und er lässt sich wirklich sehr gut greifen. Gut gefällt mir auch der sanfte Anlauf und das zügige Abbremsen des Schleiftellers. Ich zeige es euch mal kurz. Eine Besonderheit an der Makita ist der zweite Handgriff hier. Der ist zum einen robust, komplett gummiert, was beim Arbeiten sehr angenehm ist. Und das Wichtigste, er lässt sich in jedem Winkel frei positionieren und einfach mit einer Drehbewegung festmachen. So lässt sich die Makita wirklich hervorragend führen und man kann mit ihr wirklich in jeder Lage ermüdungsfrei arbeiten. Beim Schleifen treten generell wenige Vibrationen auf und in den unteren Drehzahlen bleibt die Maschine auch wirklich angenehm leise und selbst in der höchsten Stufe ist die Geräuschentwicklung nie unangenehm. Im Test schafft es die Makita innerhalb von einer Minute fast die gesamte Fläche der Holzplatte von dem Lack zu befreien. An manchen Rändern bleibt etwas Farbe übrig, ansonsten geht das Arbeiten sehr zügig. Die Vibrationen sind okay, leider tritt ein bisschen Staub während dem Arbeiten aus. Im Test mit der phenolharzbeschichteten Holzplatte schafft die Makita in ca. 1,5 Minuten 3/4 der Fläche von der Deckschicht zu befreien. Während der Arbeit lässt sich die Maschine immer gut kontrollieren. Der zweite Handgriff hilft dabei, die Maschine schön plan über die Oberfläche zu führen und den Druck auf die Fläche zu dosieren. Beim Arbeiten mit der Staubbox landen immerhin vielleicht 80% des Staubs in der Box. Das klingt vielleicht erstmal nicht schlecht, aber wenn man viel schleift, verteilt sich mit der Zeit doch eine ganze Menge Schleifstaub auf der Arbeitsfläche und im gesamten Raum.
Auch die Buchenmassivholzplatte schleift die Maschine innerhalb einer Minute komplett ab und entfernt Beize und Hartölschicht. Leider bleibt auch hier wieder ein wenig Staub auf der Arbeitsfläche zurück. Alles in allem zeigt die Makita im Praxistest eine gute Schleifleistung und überzeugt mit angenehmem Handling. Die Maschine bleibt immer gut beherrschbar, die Vibrationen sind gering und trotzdem kann man mit der Makita sehr schnell Material abtragen. Beim Arbeiten tritt zwar ein wenig Staub aus und es gibt andere Maschinen, die das besser machen, aber die Makita bietet mit ihrer schönen Verarbeitungsqualität, ihrer guten Schleifleistung und dem überzeugenden Handling ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier die Metabo SXE 425 TurboTech ist ein eher wuchtiger, aber auch ziemlich leistungsstarker Exzenterschleifer, mit dem man schnell viel Material abtragen kann. Ganz billig ist das gute Stück nicht, man kriegt die Metabo so ab 140, 160 Euro. Die Metabo ist ziemlich hoch gebaut und bringt auch einiges auf die Waage und ist damit eher für eine Zweihandbedienung ausgelegt. Insgesamt wirkt die Maschine sehr wertig und das untere Lagergehäuse zum Beispiel ist aus sehr stabilen Aluminiumdruckguss gefertigt. Und hier befindet sich auch der fest integrierte Absaugstutzen, der schön groß ist und vor allen Dingen super stabil. Gut gefällt mir auch der stabile, abnehmbare zweite Haltegriff. Dieser besitzt hier, könnt ihr sehen, eine rote Dämpfungsschicht und wenn ich ihn festschraube und arbeite, ich hoffe, ihr könnt sehen, ist der Haltegriff entkoppelt und überträgt wesentlich weniger Vibrationen auf die zweite Hand. Was mir noch gut gefällt, die Maschine hat einen Dichtungsring zwischen dem Schleifteller und dem Lagergehäuse. Hier seht ihr ihn. Und dadurch gelangt einfach viel weniger Staub auf die Arbeitsfläche und das ist immer gut. Der Exzenter hat einen 125 mm Klettschleifteller mit einer Multilochung. Die Lochung verbessert zum einen die Absaugleistung und man kann einfach eine größere Auswahl an verschiedenen Schleifmitteln verwenden. Die Metabo hat einen Turbo-Boost-Schalter, mit dem man während des Arbeitens mal schnell zusätzliche Leistungsreserven abrufen kann. Ich zeige euch das ganz kurz. Wir finden das ziemlich praktisch. Der Schwingkreis der Metabo ist mit 5 mm relativ groß. Und dadurch kann die Maschine einen sehr hohen Materialabtrag leisten. Der Motor arbeitet mit seinen 320 Watt sehr souverän und bringt die Metabo auf bis zu 11.000 Umdrehungen pro Minute. Und dabei ist die Metabo eine der leisesten Maschinen in unserem Test. Und der Sound wird generell nie unangenehm. Insgesamt ist der Exzenterschleifer wirklich toll verarbeitet. Alles an der Maschine ist sehr robust und langlebig. Auch die Oberflächen sind super sauber und schön ausgearbeitet. Die Maschine hat ein langes und vor allen Dingen robustes Kabel, ebenso wie es sich gehört. Die Metabo ist durch ihr relativ hohes Gewicht und ihre hohe Bauform eher für horizontale Arbeiten geeignet. Beim horizontalen Arbeiten lässt sie die Maschine mit zwei Händen wirklich sicher und ruhig führen. Und hier ist das hohe Gewicht auch kein Nachteil. Arbeiten in der Senkrechten oder über Kopf werden aber schnell anstrengend. Da greift man besser zu einem leichteren Modell. Die Ergonomie des Haltegriffs ist top und es gibt gummierte Flächen an allen wichtigen Stellen. Sämtliche Schalter und Knöpfe lassen sich während dem Arbeiten wunderbar leicht und präzise bedienen. Im Praxistest zeigt sich die Metabo sehr durchzugsstark. In einer Minute schafft sie es spielend, die gesamte Fläche der lackierten Holzplatte zu bearbeiten. Auch bei höherem Druck auf die Maschine verändert sich die Rotationsgeschwindigkeit nicht. Und mit der externen Absauge bleibt die Staubentwicklung während des Arbeitens wirklich sehr gering. Bei unserem zweiten Test mit der Phenolhartschicht hat die Metabo innerhalb von den 90 Sekunden die gesamte vorgegebene Fläche von der Beschichtung befreit. Die Maschine bleibt während dem Schleifen immer durchzugsstark und lässt sich sicher über die Oberfläche führen. Vibrationen sind spürbar, bleiben aber erträglich. Beim Arbeiten mit dem Staubbeutel landet ein großer Teil des Schleifstaubs im Beutel, aber vor allem der ganz feine Staub wird eben nicht aufgenommen und verteilt sich schnell in der Luft. Auch beim Schleifen der Buchenholzplatte kann die Metabo überzeugen. Sie schafft es in einer Minute, die gesamte Fläche von Beize und Hartöl zu befreien. Insgesamt macht die Metabo in unserem Praxistest wirklich eine sehr gute Figur. In der höchsten Stufe und mit der Turbo-Boost-Taste nimmt sie ordentlich Material weg. Das geht natürlich nicht ohne Vibrationen. Die sind definitiv spürbar, bleiben aber
absolut vertretbar. Sehr gut gefällt mir auch das Arbeiten mit der angeschlossenen Absauge, denn ich muss sagen, hier bleibt die Staubbelastung wirklich sehr gering. Die Metabo SXE 425 TurboTech ist ein hochwertiger und leistungsstarker Exzenterschleifer für Fortgeschrittene und Profis. Für einen 125 mm Exzenterschleifer ist die Metabo allerdings ziemlich groß und auch schwer. Auf horizontalen Flächen ist das kein Problem und da bleibt die Maschine auch gut beherrschbar. An Wänden oder Türstücken, wo man vertikal oder über Kopf arbeiten muss, sollte man lieber mit einer leichteren und handlicheren Maschine arbeiten. Für alle, die öfters mal größere Schleifarbeiten bewältigen müssen, ist die Metabo wirklich bestens geeignet. Die Power und die Qualität, die man hier bekommt, ist den Preis auf jeden Fall wert. Wir haben hier die überaus kompakte Mercaderos, die preislich ganz klar im Profibereich angesiedelt ist. Zwischen 400 und 500 Euro muss man für sie auf den Tisch legen, je nach Ausstattungsvariante. Dafür ist die Merca eine der leichtesten Exzenterschleifer auf dem Markt. Sie wiegt gerade mal 1 Kilogramm. Unglaublich. Die Merca ist also wirklich kompakt gebaut und damit ideal geeignet für das einhändige Arbeiten. Aber die Merca ist nicht nur klein und handlich, sie hat auch richtig Power. Mit ihrem bürstenlosen 350 Watt Motor, der sehr durchzugsstark ist, trägt sie auch ordentlich Material ab. Das liegt auch am relativ großen Schwingkreis, nämlich 5 mm und den bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute. Und dabei wird die Merca nie unangenehm laut beim Arbeiten. Wie bei anderen Profigeräten auch, wird bei der Merca kein Staubbeutel beigelegt, denn Profis arbeiten sowieso immer mit einer externen Absauge. Und die funktioniert auch bei der Merca wirklich exzellent. Da kommt beim Arbeiten fast kein Staub raus. Und da können sich andere ruhig eine Scheibe abschneiden. Bei der Merca sind zwei verschiedene Tellergrößen montierbar. Einmal 125 mm und einmal 150 mm. Das geht sehr einfach. Hier geht man mit einem Schlüssel rein, blockiert die Achse und dreht einfach den Teller ab. Das abnehmbare Stromkabel ist sehr robust und flexibel und mit 4,30 Meter unglaublich lang. Der Exzenterschleifer ist wirklich in allen Bereichen top verarbeitet. Von den Materialien über die Oberflächen bis hin zur digitalen Steuerung. Das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff und das spart natürlich Gewicht. Und die Maschine hat an allen wichtigen Stellen, wo man sie angreift, angenehme und dicke Softgrip-Flächen verbaut. Sehr gut gefällt uns auch der drehbare Absaugstutzen. Ich zeige euch ganz kurz, welchen Vorteil das hat. Bei angeschlossener Absauge ist normalerweise dieser Schlauch relativ starr. Wenn der sich drehen lässt, wie hier, dann ist bei Kurvenbewegungen bleibt das ganze Gespann einfach viel flexibler und ist leichter zu bedienen. Da die Maschine so leicht und klein ist, bedient man sie meistens mit einer Hand. Nimmt man die Maschine in die Hand, betätigt man automatisch den An- und Aus-Taster. Nimmt man sie wieder weg, geht die Maschine automatisch wieder aus. Nun, das ist einerseits klasse, andererseits kann es gerade am Anfang gerne mal passieren, dass die Maschine versehentlich angeht, wenn man sie verkehrt herum ablegt, um zum Beispiel ein Schleifgitter zu wechseln. Durch die niedrige Bauweise des Gerätes lässt sich die Merca wirklich wunderbar und einfach führen und das in so gut wie jeder Position. Und das erleichtert einfach das Arbeiten ungemein. Eine Besonderheit der Merca ist ihre digitale Steuerung. Es gibt hier einen Hauptschalter, um sie an- und auszuschalten und zwei Taster für die Regelung der Geschwindigkeit. Trotz des wirklich großen Schwingkreises von 5 mm und der enormen Schleifleistung halten sich die Vibrationen beim Arbeiten wirklich in Grenzen. Wer es ganz genau wissen will, kann sich die Vibrationen sogar vom Smartphone überwachen lassen. Denn die Merca kann man mit Bluetooth mit einem Smartphone koppeln. Dann kann man sich die Daten des eingebauten Vibrationssensors und die aktuelle Drehzahl auf dem Handy anzeigen lassen. Was das genau bringen soll, ist uns nicht so ganz klar, aber es ist eine nette Spielerei. In unserem ersten Schleiftest befreit die Merca die gesamte Fläche ganz lässig innerhalb von einer Minute von der Farbe. Absolut mühelos und staubfrei. Einfach eine wahre Freude. In unserem zweiten Test schleift die Merca in 90 Sekunden die dünne Phenolhartschicht komplett von der vorgegebenen Fläche ab. Die Maschine ist so handlich, dass man mit ihr sehr dosiert arbeitet und so einwandfrei glatte und plane Flächen hinbekommt. Die Maschine fühlt sich letztendlich wie eine Verlängerung
der eigenen Hand an. In 45 Sekunden entfernt die Mirka die komplette Hartölschicht und die Beize von der vorgegebenen Fläche. Es ist wirklich verblüffend, wie zügig das Arbeiten mit der Mirka von der Hand geht. Und das Ganze praktisch staubfrei. Das ist einfach toll. Wenn man die kleine Mirka zum ersten Mal in der Hand hält, ist es schwer zu glauben, dass sie auch wirklich was wegschleifen kann. Kann sie aber. Und wie? Die Mirka liefert nicht nur überragende Schleifergebnisse. Das Arbeiten mit ihr ist auch in jeder Situation und in jeder Einstellung unglaublich entspannt und angenehm. Und dazu gibt es noch tolle Features, wie ein abnehmbares Stromkabel, zwei verschiedene Tellergrößen und, naja, eben die Smartphone-Anbindung. Als einzigen negativen Punkt können wir höchstens den recht hohen Preis anführen. Aber auch der ist angesichts der tollen Leistung absolut gerechtfertigt. Die Mirka ist für alle sinnvoll, die täglich oder zumindest sehr oft Schleifarbeiten ausführen. Mit ihr verlieren stundenlange Schleifmarathons absolut ihren Schrecken. Das war's schon mit unseren Empfehlungen für Exzenterschleifer. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen konnten. Abonniert doch gerne unseren Kanal, wenn ihr mehr Werkzeugvideos von uns sehen möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen.